Was ist der Job, den der Familienernährer oder die Familienernährerin erreichen möchte? Und wie wir hier vorgehen, ist zuerst mal ein wildes Brainstorming. Also Post-its, ganz klassisch, alles gilt und wir schreiben da drauf einen Job, einen Zweck. Was will der Familienernährer erreichen? Meistens ist ein Job ein Verb und ein Substantiv. Das ist eine Aktivität. Oder ja. Also kochen ist ein Job. Mhm. Ist die Regel ist ganz einfach formuliert, möglichst neutral, keine Qualifiers rein, also nicht schnell kochen, viel kochen, gut kochen, weil gut ist schon mal eine Hypothese, die wahrscheinlich stimmt. Die Leute wollen wahrscheinlich gut kochen, aber es ist immer noch eine Hypothese. Vielleicht wollen andere Leute nicht gut kochen, sondern schnell kochen. Deshalb lassen wir das offen auf dieser Ebene, wir wollen nur diese Jobs haben. Und das Dritte, diesen Job sollte keine Lösung enthalten, keine Hinweise auf irgendwelche Lösungselemente. Ausgewogen ist zum Beispiel, ist eine Art und Weise, wie du das erreichen willst. Aber nicht für jeden, der kocht, ist ausgewogen zum Beispiel wichtig. Für gewisse Jahre. Diese Frage von wie genau willst du es erreichen und was ist dir dabei wichtig, das kommt später. Wir wollen erstmal nur verstehen, wie sieht die Landschaft aus. Nach einer kurzen Einführung legt das Team los und brainstormt Ideen für mögliche Jobs to be done. Danach werden diese ans Whiteboard gehängt, gemeinsam diskutiert und strukturiert. Beim Formulieren von Jobs gibt es zwei große Gefahren. Eine Gefahr ist, wieder Lösungen reinzuschmuggeln. Die zweite Gefahr sind Qualifiers, also Adjektive wie schnell oder einfach oder gut. Warum ist es ein Problem, wenn wir wieder Lösungen reinbringen? Naja, genau das soll ja Jobs to be done vermeiden, dass wir unsere Sicht schon einschränken mit den Lösungsideen, die wir haben. Also strikt darauf achten, keine Lösungen reinzutun. Warum aber nicht so Dinge wie zum Beispiel, dass ich möglichst schnell von A nach B komme oder dass es in meinem Auto möglichst bequem ist? Das nehmen wir alles raus, weil wir vielleicht diese Überzeugung haben. Mag ja sein, dass wir damit sogar richtig liegen, aber der Kunde soll es uns sagen. Wir wollen in diesem Moment keine Biases reinbringen, die wir als Team haben. Es geht darum, es möglichst neutral zu formulieren.